Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum nächsten Banger. The Way of Fear. Das ist so ein geiles Portal. Yorick lets you always field at least 7 Champions, regardless of level, gain 10 Gold. Okay. Das ist crazy, ne? Always field 7 Units. Und jetzt kann man ja direkt überlegen, was bedeutet das alles? Ist Leveln dann überhaupt sinnvoll? One Cost Reroll ist auf jeden Fall deutlich stärker. Da gibt es aber nicht so viele Optionen. Wie kommt ihr auf Bard Reroll? Bard Reroll ist ja eine Level 7 Comp. Da muss man ja schon überlegen, dass Level 7 auch einfach teuer ist, ne? Der Tim Cock. Exalted muss drin sein, ne? Das ist Iridia Diana, also wir können auf jeden Fall Late Game problemlos Exalted spielen. Sowas ist auch krass. Hätte ich Bock drauf, leider. Ich habe das noch nie gesehen. Aber das ist einfach zu gut hier, ne? Ja. Das ist es wohl hier erstmal, ne? Und dann natürlich mit Kaiser. Aber es ist Ricochet. Ricochet mit 200 Bruisern. Und dann gib ihm. Zwei Auto-Attacks mehr und dem fliegt alles um die Ohren, ne? Aber die gab's nicht. I see we've gotten wider again. Wie viel Chen oder Diana oder Liliana? Könnten auch Zoe oder Tristana für Fortune spielen. Patry Rive, nur weil du denkst das. Ja. Könnte natürlich ein Rageblade Slam, aber weil ich so viele Bruiser Frontline habe, bietet sich das so ein bisschen an, aber ist hinten raus schon so viel deutlich schlechter. Lux muss natürlich neben Sivir, ne? Der Rookie Mistake. Okay, verlieren tut schon richtig weh, ne? Was so viele Units gibt.
Das ist es, ne? Gehen wir quasi ein Extrem mehr pro Runde wegen Exalted. Was uns natürlich brutal weiterhilft. Schade. Ah, weiß ich nicht. Kann hier nicht wirklich ein Item slammen. This is my choice. Giant Slayer Slam ist eigentlich immer bad. Grundsätzlich ist mein Board auch einfach weak. Weil ich jetzt Lux 2 und Teemo 2 hab, ne? Dann ist mein Board vielleicht einfach nicht mehr weak. Die Frage, wie lange ich das hier aufrechterhalten will, weil ich könnte ja schon was Stärkeres spielen, ne? Also das hier ist ja stringent stärker. Mit dieser Frau, das klingt ein bisschen respektlos, mein Junge. Das ist die einzig wahre Tunni Tunsen. Oh, wir sind for sure losing. Und jetzt nicht mehr. Spielt auch Exalted, ne? Hat allerdings die bisschen andere Tech hier als ich. Und spielt Namumu rein. Und ansonsten Clear Mind genommen. Na, ich meine, er kann 7 Units spielen. Das Clement hat ein bisschen weniger Downsides. Alles gut. Wollte dir das nur kurz spiegeln. Ja, 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 die Riven will nicht zu mir, aber das ist auch okay. Also ich bin hart committed auf Kaiser wegen Trickshot, ne? Also. Oh. Oh, das ist natürlich das krankeste Ork mit in der Runde. Aber der sollte mehr verlieren. Weil der kriegt 5 Gold, wenn er verliert. Ich glaube, der hat das Ork mit noch nicht richtig gelesen. Der kriegt wahrscheinlich 2 oder 3, aber er kriegt 2 oder 5. 5 ist schon nämlich turbo huge. Ja, auch mit der Grund, warum diese kommt, dann so strong ist. Das hätte ich ja auch gerne am Momo, ne?
Natürlich das vorher schon einlösen sollen, damit ich hier schon die Level 5 Roll Odds habe. Nice. Die Fights sind alle sehr, 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 sehr close. Ne? Auch wenn der Damage hier sehr, 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 sehr ähnlich ist. Aber es funktioniert aktuell noch. Das ist natürlich ein bisschen die Frage, wie lange wir das hier weiter durchziehen wollen. Könnte slightly besser sein hier mit Tiny but Deadly. Tiny but Deadly und Lucky Ricochet. Also eine Illaoi 2 ist wahrscheinlich dann schon einfach mein Untergang hier, ne? Luxe und Teemo echt am Schwitzen sind, hier das noch zu ändern. Aber ganz machbar ist es dann doch nicht. Er spielt X-Solted über Diana, ne? Oder er spielt gerade sogar schon 5 X-Solted. Das wäre natürlich auch krass. Gut möglich. Der ist Level 7. Um seinen Aphelios 2 zu hitten. Wie viele von uns spielen Exalted? 1, 2, 3, 4 und ich. Also 5 Leute. It's rough. It's rough. It's rough. Ich glaube, er hat wirklich das mit Abstand beste Augment. In diesem Portal. Dafür bin ich ein bisschen enttäuscht von seiner Performance. Ich glaube, er hat einfach nicht realisiert, dass er hier immer Lustrick spielen sollte am Anfang. Ich bin mir sehr sicher, dass wenn er hier Lustrick gespielt hätte, ich keine Chance gehabt hätte. Und auch sonst wahrscheinlich keine. Aber das ist so viel Gold dann. Team jetzt einfach noch kleiner. Das ist ein Cutie, ne? Was mit deinem Kuboku? Kuboku gibt es so nicht. Warte, ich muss Set 11. Darf jetzt mein ausführliches Video zum neuen Set, da spreche ich auch darüber, welche Units jetzt dabei sind, die neu und aufregend sind. Und dann müssen wir... Oh, Wacken Trooper, mein Junge. Das ist jemand, der auch Turniere spielt. Oder in der Vergangenheit gespielt hat. Ich weiß nicht, was gerade so seine Lebensplanung ist. Oh mein Gott, fuck my life. Das tut ja richtig weh. Es gibt einfach nichts Vernünftiges. Er wird mich in Kaiser contesten jetzt, befürchte ich. Wobei, ja, Tent of Justice. Ey, nicht der beste Go für ihn. Aber ich kann immer noch keine Items slammen. Das ist actually terrible. Ja, wir spielen das doch so bis 4-1 und in 4-1 dann 7. Was ist das Portal, das hier? Aber cooles. Also mein absolutes Lieblingsportal, würde ich sogar sagen. Ja, meine ganze Kopf ist shit.
Weil ich keine Items habe. Ne? Ich habe 5 Components, damit bist du dann einfach nicht konkurrenzfähig, wenn du die nicht slamst. Ich könnte die natürlich jetzt suboptimal slammen, aber ich glaube tatsächlich, dass die Kaiser kommt leider. Gott sei Dank. Mittlerweile halt ganz gute Items braucht, damit sie so funktionieren kann, wie sie funktionieren muss, wenn wir hier für einen decent Platz spielen wollen. Hätte die ganze Zeit die XP noch nicht kaufen sollen, weil hier könnte K kommen, ne? Mit Evolve. Für 3 Gold statt für 4. Dann wäre es natürlich ein bisschen dumm gewesen. Naja, wenigstens 1, I guess. So, und dann die Level 7 Mods müssen halt bald kommen bei mir. Was ist eigentlich mit Riven los? Wenn ich keine Riven hätte, habe ich actually ein big problem hier. Die zählt jetzt leider noch nicht so an, als würde ich sie hitten. Schade, wenn die Rexada den Knockup durchkriegt. Und 3 Monster C. Wäre echt cool gewesen wäre. Junge, look at Teemo. Dadurch, dass sie die ganze Zeit auch noch gehittet wurde. Jana für Exalted, ich habe Exalted. Das sind die besseren Units hier. Aktuell. Aber ist okay. Wir pushen. Langsam aber sicher. Mhm. So, und mein Plan ist jetzt, die Exalted Units rauszunehmen. Und actually Human Being Units zu spielen. Huge shits. Shit items. Gibt's hier ein... coole Variante mit bekommen. Ne? Der Damage von mir ist ja so erbärmlich. Die ballern einfach alle komplett drauf und es passiert gar nichts. Buddies ist actually gut, ne? 1, 2, 3, 4. Let's move. I've got people to... Mein Itemproblem bleibt natürlich bestehen aktuell. Und wir müssen schon ein bisschen überlegen, was denn hier Plan B-Lösungen sind. No prison can hold me. Ja, wie viele Buddies will man haben und wie viele actually starke Units? Weil wir kriegen natürlich Health und Attack Speed. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, ja. Ich glaube, dann ist es besser, die dritte Focus Unit zu spielen. Als den Koboku. Natürlich jetzt ein bisschen mehr angewiesen davon, später auch Xayah zu hitten, aber es sollte fein sein.
Mit Trickshot ist Teemo auch einfach immer eine Unit, deswegen würde ich den sehr gerne hier 3-starren. Wir greenen hier weiter auf Perfect Items, ist fein. Bist du Kaiser gegangen, mein Junge? Du bist Kaiser gegangen. Siehst du durch? Eigentlich eine ganz schöne Comp gefunden mit Warden 4. Mal gucken, was er sagt. Siegs. Hat insane Value hier. Sonst ist übrigens das Best Positioning, aber für den Moment bleibt es dabei. Boah. Je nachdem, wie Silas Dash rennt, nah direkt in meine Backline. It happened. The worst case scenario. Nas Rista in my backline. Naja, wir haben den Fight anyway verloren, ne? Nah 3 mit den Prismatic Titans. Ist auf jeden Fall zu strong. Was die Lobby auch gewinnen, das Ding ist so OP. Ich finde das generell schon strong, aber wenn du so viele Units for free haben kannst, das ist natürlich abgespaced gut. MR-Crit, ne? MR-Crit, everything else is bad. MR-Crit Attack Speed. Ich weiß noch nicht, was sein Out ist. Aber das weiß er auch noch nicht. Ich rolle halt für so wenig gerade, wenn ich jetzt rollen würde. Dann rollt er. Geht 9, ne? Es macht oft halt schon Sinn, ein bisschen zu warten, weil die Leute sich ja auch gegenseitig, also die nehmen ja auch Units aus dem Pool raus, die für uns relevant sind. Go, 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 go. Pulte Galio. Ne! Unverschämtheit! It's fine, it's fine. Bei der Rest kauft natürlich auch Vorkost raus, die wir nicht haben wollen, ne? Also wir sind tatsächlich nur 2 Leute auf Kaiser, deswegen ist Wacken Trooper auch rübergewechselt auf meiner Comp. Weil sich seit eben angeboten hat. Das ist tatsächlich turbo awkward, wenn mein Silas da ist. Weil die einfach direkt in meine Backline joggen. Oh, jetzt spiele ich gegen den, wo es schon besser gewesen wäre. So, der hat Lilia 2, Annie 2, hat Azir und UGW hittet. Oh, das ist auch über strong Hedgefund. Ich finde das sehr insane, weil du einfach. Du, wir haben ja, chillen ja alle die ganze Zeit auf 50 Gold. Ja, das ist crazy. Hedgefund und Exalted sind wahrscheinlich die beiden besten Sachen, die man haben kann.
Aber der will sogar eher die Xayah spielen. And I get it. Würde auch lieber die Xayah spielen. Ich bin halt eine Kaiser. Oh, that's fucking terrible. Ach komm, scheiß drauf. Wir flippen. We flipped it and it didn't work. Maybe it did. Who knows? Who knows? Who knows? So, gib mir 4 Rerolls in dieser Runde, bitte. Okay. Ich bin Speedy, mein Team ist Speedy. Wir sind tiny but Speedy. Tiny but fucking speedy, man. Schon ein geiles Item, ne? So, mein lieber Uria, du musst jetzt da mal bitte kicken. Stark. Was? Bodenlos. Taunt ihn. Ah, you gotta be kidding me. Was macht mein Gallio? Oh mein Gott. Er hat einen Taunt, by the way. Don't know if you know it. Ja, das Positioning ist einfach shit, ne? Let's move. I've got people to inspire. Scalio 3 Wincon hier, ne? So, wir müssen das so machen. Oder so. I don't know. Wir müssen das dann machen. So? So, so, so? Weil der läuft immer weg. Aber es ist auch nur relevant gegen Nah, ne? Und mit Abstrichen gegen den Kane, maybe. It macht mich so sauer. It macht mich ja so sauer. Was bist du denn? Oh, denke. So, Kudir nimmt erstmal schön hinten die Ashen Runde ran. Sehr gut. Wo ist mein Gallio hin? Mir ist dasselbe passiert, ne? Jo, der Set hat auf jeden Fall Bock. Mein Gallio nicht so. Mein Kaiser ist perma-CC von der Lux, Alter. Ich glaube, es ist Gallius Restyles Wincon hier. Oh, ne. Vielleicht auch nicht. Auch nicht Porzellan, das ist immer so OP.
Ich war schon stärker als die, oder? Also no disrespect, aber fuck them. So, sein Udi hat nicht gecastet. Meiner schon. Bevor er in die Passive gegangen ist, meine ich. Sag mal, Trickshot sollte doch die Backline killen. God bless. Did. Okay, Wacken Trooper hat mir auf jeden Fall die Galio könnte schnaufen, indem er nur einen hat. Top 4! Es ist das geilste Portal, ne? Ist allein, wie viel wir jetzt schon darüber geredet haben, was cool ist und was wie cool sein kann. Ist es Double Galio? Ist es Double Galio 2? We don't know. We don't know. So. Verehrter Herr. Wackentrooper. So, schön hinten die Xayah rausgenommen. Klasse. Es ist natürlich nur noch der Galio bei mir, aber das ist natürlich auch der wichtigste. Und der Udi, nee, der ist wichtig. Look at him. Look at him. Look him in the eyes. Okay, mal. Actually nur 2500 Damage. Aber er hilft natürlich, dass meine Trickshots halt die Units auch killen können. The King in the North is dead. So, du kriegst für Syntra 3 und für Aphelios 3, ne? Hier ist alles so speedy. Ja, wenn der Udi nicht den Aphelios-Stand rausholt, dann lohnt sich das nicht so, ne? Oh Junge, ich mach ja gar nichts gegen den. Oh, ich hab keinen Last Whisper, ne? Ich kann den gar nicht killen. I can't defeat him. Er hat Last Whisper, das heißt, er kann ihn besiegen. Im Best Case besiegen wir uns über Kreuz. Worst Case besiege ich ihn einfach gar nicht mehr, ne? Ich kann ihn nicht besiegen, er hat Double Bramble Vest. Ich glaube, sein Udi Positioning ist immer bad, ne? Das hilft mir sehr. Ah, ne, jetzt ist es gut, ne? Moment. What?
Okay, aber jetzt bin ich wieder dran mit auf die Fresse kriegen, ne? Wobei, nee. Das müsste doch jetzt mein Ghostfight sein. Ich hab doch gerade schon auf die Fresse bekommen. Für mich gab's doch gerade schon aufs Maul. Ja, das ist der Ghostfight. Im Best Case ist Double Galio jetzt hier einfach der Shit. Ist es minus 8? Na. Oh, es ist minus 12. Let's go. Ein Second, Alter. Nice. Sehr, 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 sehr nice. Ja, wir waren auf jeden Fall Speedy Gonzales. Aber wir waren vor allem auch einfach mit meinem besten Lieblings-Hawkman unterwegs. Absolut geiler Scheiß. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, mein Lieblingsportal. Ist ein geiles Portal, ne? Gibt unglaublich viel, unglaublich viele Variationsmöglichkeiten. Ich glaube tatsächlich, dass Hedge von absolut mega broken ist und dieses Exalted-Ding. Aber der Exalted-Spieler hat mich sehr enttäuscht, weil Kindred zu gehen hier war eine terrible idea. So, der hätte einfach, der muss einfach eine pissnormale Comp spielen. Weil du kriegst so viel Gold, es sind 5 Gold pro Loose. 5! Das ist crazy, Mann. Hätte er besser spielen müssen. Aber, Shoutout an Wacken Trooper. Haben am Ende leider dieselbe Comp gespielt. Double Galio statt Udyr ist, glaube ich, ticken besser gegen den... gegen ein vieles Spiel, aber es macht halt einfach nichts aus. Mir fehlt vor allem halt einfach das Whisper, um hier Damage zu machen. Das heißt, wir hätten hier wahrscheinlich Last Whisper Deathblade bauen müssen. Dann wären wir einen Ticken besser gewesen im Late. Aber geile Runde, geiler Banger. Peace.